Ja, herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. In dem heutigen Video geht es um 7 Tipps, wie man richtig Tomaten anbaut und pflegt und so weiter. Der Tomaten ist ein Lichtkeimer. Wir haben da jetzt eine Sackkiste vorbereitet, wie man es anbaut. Der richtige Zeitpunkt zum Tomatenanbau ist an und für sich der 1. April. Also da kommt die Tomate in die Erde. Wir hingegen bauen schon früher und kultivieren es dann ganz kühl her. Aber für ein Hausgebrauch, wenn man es zu Hause auf der Fensterbank anbaut, ist der 1. April eigentlich ausreichend genug. Wenn man es abbaut, richtet man sich eben so eine Aussackkiste her mit Aussaaterde drinnen. Wir haben das eine Bio-Tomaten-Aussaaterde genommen. Man kauft dann gewisse Samen. Wir haben da jetzt eine von der Ukraine. Angeblich die weltbesten Tomaten. Die Tomaten werden breitwürfig einfach mal angebaut in so einem Kistel. Man nimmt das Samenbacker einfach und streut es ganz leicht so drüber. Die Tomate wird dann einfach nur ganz leicht mit einem Brett angedrückt. Angegossen, wenn man will, dass es schneller keimt, kann man nur Folie drüber geben. Die Tomate keimt dann bei zwischen 15 und 20 Grad und ist noch zwischen 3 und 5 Tage müssen die ersten Keimblätter hervor sein. Das ist der erste Tipp quasi, wie man Tomaten anbaut. Nach 3-4 Wochen pikiert man die Tomaten normalerweise. Also wenn sie ein bisschen größer haben wie die jetzt, werden sie pikiert. Pikieren heißt, man vereinzelt sie und setzt sie in einzelne Töpfe, damit sie dann einzeln wachsen und einfach einen starken Wuchs haben. Bei den Tomaten ist es wichtig, dass man einfach relativ einen großen Topf nimmt und dass man es relativ tief pikiert. So, wenn man die jetzt nimmt, könnte man da sogar noch diese Keimblätter wegzwicken. Und da das erste Deckblatt. Das ist bei Tomaten ganz egal. Ja, man pikiert sie möglichst tief. Das hat den Vorteil, dass sie dann überall Wurzeln bilden und dass sie dann einfach einen großen Wurzelballen haben und dass sie dann schön weiter wachsen kann. Man gießt sie dann an und lässt sie einfach stehen bis Mitte Mai. Und ab Mitte Mai kann man sie quasi problemlos entweder ins Glashaus setzen oder je nach Sorten kann man sie auch ins Freiland setzen. Das werden wir uns eigentlich jetzt zeigen, aber das ist jetzt in einem anderen Glashaus. So schauen die Tomaten aus, wenn sie pikiert worden sind. Ja, der dritte Tipp ist jetzt der richtige Standort. Wir da im Glashaus haben wir Glück, dass wir ein Glashaus haben und dass wir dann einen wunderbar schönen, gesunden Erdboden haben. Wir haben den Erdboden jetzt aufgefräst, mit einer Erdfräse quasi, dass der schön locker wird. Haben da ein bisschen Kompost dazu gegeben. Unsere Tomaten-Bio-Erde, ein bisschen zur Aufbesserung. Was wir dann gemacht haben da bei uns im Mühlviertel, haben wir sehr kalkarme Böden, darum haben wir da ein wenig Meeressau- und Algenkalk dazu gegeben in die Erde und eben so einen Biodünger, dass es nachher nicht mehr so viel düngen muss und dass das einfach gut funktioniert. Wenn man es jetzt am Balkon macht, kann man es natürlich auch in Kübeln machen oder in Pflanzgefäßen. Bei den meisten Tomaten ist wichtig, dass sie einen trockenen Standort haben und dass es nicht direkt abregnet. Und ich sagte, je sonniger, desto lieber ist es der Tomate. Ja, der vierte Tipp ist jetzt die richtige Pflanzung. Wenn man ein Glashaus hat, haben wir da einen Spezialtipp quasi. Wir geben unter die Tomaten so eine schwarze Mulchfolie. Die ist überall erhältlich. Oder ein anderes Mulchmaterial. Vorteil ist, wenn man natürlich so eine schwarze Folie nimmt, die Erde heizt sie schneller auf. Die Tomaten lieben einen warmen Boden. Zweitens ist das super, weil die Erde drunter feucht bleibt. Und ein ganz wichtiges Argument für mich ist vor allem, dass da unten keine Bodenpilze die Pflanzen befallen können, weil die da nicht mit dir mit dem Boden in Berührung kommen. Wenn man jetzt dann so eine Tomate nimmt, das sind die, wie wir sie pikiert haben, die haben jetzt eine schöne Größe, man gibt sie aus dem Topf raus, macht da den Wurzelballen ein wenig locker, dass da nichts, dass die gleich wieder weiterwurzeln können. Und setzt sie dann möglichst tief, dann kann sie ruhig so 10 cm tiefer, als sie vom Topf her sind, reinsetzen. Gibt dann eben wieder Erde rüber. Schaut dann so aus. Gießt sie mal kräftig an und die Tomate wird lustig weiter wachsen. Ja, der fünfte Tipp ist jetzt die Pflege von der Tomate. Da haben wir schon ein wenig Kistel vor drin. So, wir haben es da einfach in eine Kiste gesetzt und
mit Tomatenerde angefüllt. Man sieht, sie wächst wunderbar. Da ist eine Erde, sowas kann man auch ganz leicht am Balkon machen oder irgendwo bei der Hausmauer, wo man einen Platz hat. Man sieht, wenn man bei der Tomate nichts macht, dann wächst das kreuz und quer, hat einen Haufen Seitentriebe und die Tomate wird ein riesengroßer Kuddelmuddel und ist dann auch sehr krankheitsanfällig. Darum werden wir die ein wenig kultivieren, dass man sie auch platzsparend und eng pflanzen kann. Dazu haben wir uns einfach so Sisalschnur gekauft, das ist eine normale Parkettschnur. Der Vorteil ist, es ist eine Naturhanfschnur. Man sieht, die hat so ganz leichte Fäden und die Tomate kann sich an so einer Schnur selber halten. Also wenn man eine Plastikschnur nimmt oder irgendwas Glattes, kann sich die Tomate nie so gut halten wie an so einer Schnur. Wir haben die einfach oben am Glashaus angebunden, das geht ganz leicht. Und binden sie jetzt unten da an der Kiste an. So, das hält dann gut. Man kann sie direkt an der Tomate anbinden, wenn man sie zu stark zuschnürt. Man sieht, es sind jetzt da zwei Tomatenpflanzen drinnen. Das ist eben das zum Beispiel schon ein Seitentrieb, der was da weggehört. Das tut einem am Anfang ein wenig ins Herz weh, aber das ist wichtig. Die Tomate wächst trotzdem sehr schnell und viel. Da ist jetzt der Haupttrieb, man sieht ihn. Das ist der erste Trieb. Das tragen wir jetzt da so rüber. Dann kommen wir auch gleich zum Ausgeizen. Das sind die Seitentriebe da, die einzelnen. Die bricht man eben raus bei der Tomate, damit sie nicht so viel wächst, sondern in die Höhe geht. Und dreht sie dann einfach immer so ganz leicht um die Schnur rüber. Sie hält sie dann, man sieht schon, sie hält ganz voll alleine. Und bricht dann da die Seitentriebe noch raus. Das nicht mehr ausgeizen. Da gibt es immer Pro und Kontras. Wenn man es auf so engen Raum wie wir da kultivieren, ist es besser, als man es ausgeizt. Wenn man jetzt viel Platz hat, quasi nur eine Tomate stauen, könnte man es auch theoretisch wild wachsen lassen. Sie macht da ganz bloß was voll mit einer Tomate zu. Hat natürlich dann weniger Ertrag. Wichtig ist auch, dass man unten die Blätter wegbricht, die ersten, was da also jetzt am Boden liegen. Das sind die ersten, wo der Tomatenfall und alles übertragen wird. Also die Tomaten sollen nie mit den Blättern am Boden ankommen. Kann man ruhig die ersten da wegbrechen, das ist egal. Man hätte ein bisschen früher machen müssen bei der Tomatenstaun. Aber das Wetter ist gerade so schön, dass das einfach so dahin wächst. So, da haben wir jetzt auch noch einen. Das schaut jetzt ungefähr so aus. Da haben wir schon unsere ersten Tomaten. Das ist eine gelbe Cocktailtomate. Das ist eine super Tomate. Und da wächst jetzt wieder weiter. In einer Woche ist es wieder 20 cm höher. Dann dreht man es einfach wieder zweimal rum und zieht es so in die Höhe. Und dann hat man eigentlich bis im Herbst gesunde, schöne Tomatenstauden mit vielen Früchten. Ja, der siebte Tipp ist jetzt eigentlich Krankheit und Schädlinge, wo man meistens einen Ärger damit hat. Das Wichtigste ist, dass man keine Krankheiten und Schädlinge gibt, das richtige Klima im Glashaus, das richtige Bodenklima. Und die Tomate, das ist der größte Fehler, was die meisten machen, dass die jeden Tag zweimal ins Glashaus rennen und die Tomaten gießen, das ist viel zu viel. Also Tomaten einmal in der Woche und ab August würde ich sagen fast gar nicht mehr. Also die Tomate mag sehr, sehr trocken. Wenn man zu viel gießt, ist eben das größte Hauptproblem quasi die weiße Fliege. Die kommt sofort einmal. Die weiße Fliege sind so kleine weiße Fliegen an der Blattunterseite. Vermehren sie bei hoher Luftfeuchtigkeit explosionsartig, fressen die Früchte und die Blätter und die Tomate stirbt relativ bald ab. Was dann nur passieren kann, ist die Kraut- und Braunfäule. Das ist auch wieder ein Problem von zu viel Gießen. Man soll die Blätter, die befallenen, sofort, wenn welche sind, runterbrechen eben und schauen, dass man möglichst viel liftet im Glashaus. Wenn man es mal hat, man kann es noch probieren mit Schachtelhalmextrakt zum Spritzen. Ansonsten, im Herbst kommt sowieso mit den Nachttemperaturen, quasi wenn es untertags sehr warm ist und in der Nacht sehr stark abkühlt, gibt es eine Taubildung auf den Pflanzen. Und dann bildet sich sowieso sehr gerne die Braunfäule.
Es gibt resistente Sorten und ansonsten einfach eine gute Kulturführung. Ein weiter wichtiger Schädling ist noch die Milbe, die Tomatenmilbe quasi. Die kann man bekämpfen, dass man sie im Vorfeld quasi Raubmilben bestellt und die Pflanzen damit beimpft. Die fressen quasi diese Milben runter. Also die Milben kommen relativ spät im Herbst auch. Aber sie führen dann auch dazu, dass die Tomaten quasi befallen werden, schorfig werden und im Endeffekt sehr bald absterben. Das sind also drei ganz wichtige Schädlinge, was die Tomaten haben. Es gibt natürlich noch viele, viele mehr, aber das sind eigentlich die drei wichtigsten. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freut uns, wenn es liked, wenn es unseren Kanal abonniert und wenn es uns weiterhin so brav schaut. In dem Fall möchte ich mal bedanken bei Ricotti, wo wir sehr viele Abonnenten in letzter Zeit gekriegt haben. Und ich hoffe, lasst ihr mal im Mühlfeld da schauen, dass wir persönlich einmal quatschen können.